Hallo und Servus zusammen. Ich möchte euch heute den neuen Hochleistungs-Performance-Aktor KNX, den RM4H und den RM8H als 8-Kanal entsprechend vorstellen. Mein Name ist Emma Löffler, ich bin Head of Technical Services und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, die Frage stellt sich vielleicht, weshalb wir solch einen Aufwand betreiben oder betrieben haben, um solch einen sehr leistungsfähigen Aktor herzustellen. Diese Aktoren sind speziell gemacht eigentlich für projektorientierte Lösungen. Wir haben in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung sammeln dürfen und sind natürlich auch selber Entwickler und Hersteller von elektronischen Komponenten und gerade in den Netzteilen werden heute sehr stark Elektronik eingesetzt, um die Standby-Verbräuche entsprechend gering zu halten. Aber im Einschaltmoment natürlich entwickeln genau diese Netzteile sehr, sehr hohe Einschaltströme, Lasten. Was natürlich auch bekannt ist bei den LEDs, auch LEDs im Retrofit-Bereich beispielsweise auch, können also durchaus Einschaltströme bis zu 200-250-fachen des Nennstromes entsprechend auftreten. Und das ist natürlich höchstgradig Belastung und Stress für einen Aktor. Und wir haben natürlich auch festgestellt in vielen, vielen großen Projekten, dass einfach auch die Frage nach einem Aktor entsprechend besteht, um hohe ohmsche Lasten entsprechend natürlich auch zu schalten. Und das ist alles der Grund dafür beispielsweise, weshalb wir sehr viel Zeit und sehr viel Energie aufgewendet haben, entsprechend um einen sehr, sehr leistungsfähigen Schaltaktor entsprechend zu entwickeln. So, hier sind unsere Schmuckstücke. Das heißt, wir haben also hier auf der linken Seite den RM4H, also 4 wie 4 Kanäle, und den RM8H mit 8 Kanälen. Die Schlüsselfunktionen selber, die liegen zum einen erstmal darin, das heißt also, das sind bistabile Schaltaktoren, das heißt, wir brauchen keine externe Betriebsspannung. Wir bedienen uns aus dem Bus, aus dem KNX-Bus entsprechend, das ist vollkommen ausreichend. Wir haben entsprechend jederzeit die Möglichkeit, eine Handbedienung entsprechend vorzunehmen. Das heißt also, über die jeweiligen Tasten können wir jeden einzelnen Kanal entsprechend manuell steuern und wir bekommen natürlich auch über die eingebaute LED die notwendige Rückinformation, ob das Relais nun eingeschaltet oder ausgeschaltet ist. Was ist so ganz Besonderes dran? Also, das ist wirklich so dieses Eye Candy, wenn man so möchte. Diese Aktoren selber bieten uns sage und schreibe pro Kanal nebeneinander liegend 25 Ampere. Das gilt für den 4-Kanal, wie auch entsprechend für seinen großen Bruder, für den 8-Kanal-Aktor, entsprechend genauso. Jeder der Kanäle ist entsprechend gut genug dafür, dass 25 Ampere direkt geschaltet werden können. Also wirklich ein sehr markanter und vor allem momentan ein Best-in-Class-Wert. So, was gibt es hier daraus noch abzuleiten? Wenn man natürlich solche extrem hohen Energien schalten möchte, müssen natürlich auch Kabeldurchschnitte oder Kabelquerschnitte beachtet werden. Also all unsere Klemmen, das betrifft nicht nur hier den RM4H oder den RM8H, den Hochleistungsaktor, sondern das trifft für all unsere Theben-Schaltaktoren entsprechend zu. Die ganzen Kastenklemmen sind alle für 6 mm Draht. Und wenn wir mit flexiblen Drähten anschließen wollten, mit ADN-Hülse, dann wären wir entsprechend so weit vorgeprägt, dass wir also 4 mm Querschnitt für flexible Drähte entsprechend hier aufnehmen können. Wichtig sich auch anzumerken, auch das gilt für all unsere Aktoren, also an jeden unserer Kanäle, Relaisausgänge entsprechend, können Sie individuell die Phase auflegen, die Sie gerade entsprechend in Ihrem Projekt entsprechend zu beschalten haben. Es ist also keine Limitation entsprechend gegeben. Das ist sicher sehr komfortabel, gerade im Installationsbereich. An der Stelle möchte ich allerdings auch darauf aufmerksam machen, natürlich, dass das Anschließen von Selbstspannung, das heißt 12 Volt, 24 Volt und ähnliches, gleich in einem Aktor zusammen mit 230 Volt natürlich per Gesetzgeber nicht erlaubt ist. Also sollte sowas notwendig sein, dann immer bitte für die Selbstspannung ein eigenes Aktorengerät entsprechend nutzen und für die Hochleistungsteile, die für die Hochleistungsenergien entsprechend bitte einen separaten Aktor. Ja, schauen wir uns mal die Details, das heißt die Schaltlastdetails noch ein bisschen expliziter an. Was hier ganz wichtig entsprechend da schon mal ins Auge fällt, wir reden über sage und schreibe 25 Ampere.
Wir reden über 600 Ampere Einschaltstrom, also der ist ganz wichtig in der Aussagekraft, wenn man es speziell mit LEDs zu tun hat. Hier sind im Normalfall Kapazitäten mit dem Spiel und die erzeugen einfach diese extrem hohen Einschaltströme. Diese Relais, die wir verwenden und auch die Elektronik, die wir dahinter aufgebaut haben, erlauben es, bis einer kapazitiven Last von 200 Mikrofarad entsprechend über den Aktor direkt zu schalten. Ein ganz fantastischer Wert ist sicher der Glühlampenschaltlastwert. Das heißt, wir reden hier über 4800 Watt. Das ist absolute Sensation, absolute Benchmark. Und auch wenn man nicht über LEDs, sondern möglicherweise immer noch über Fluoreszenzleuchten, also gerade im Bürobereich beispielsweise spricht, dann sind selbst 28 mal 58 Watt ein mehr als bemerkenswerter Wert, was über diese Aktoren entsprechend geschaltet werden können. Ja, und nicht zuletzt natürlich zu erwähnen, und das ist, glaube ich, das Sahnehäubchen, ja, die LED-Last. Jeder Kanal darf 850 Watt LED entsprechend schalten. Ist in der Lage dazu. Ist sicher ein ganz bemerkenswerter Wert. Man muss ein ganz klein wenig aufpassen. Und zwar, wenn solche Standchen mit im Spiel sind, vor allem wenn man dann Wettbewerbsgeräte vielleicht so ein bisschen miteinander vergleichen möchte. Bei manchen Geräten findet man so einen kleinen Hinweis, der da lautet, benachbarte Kanäle dürfen bis beispielsweise maximal 32 Ampere insgesamt beschaltet werden. So, das würde bedeuten, nicht wie bei uns, jeder Schaltausgang 25 Ampere, sondern zwei nebeneinander liegende dürfen maximal zusammen nur beispielsweise 32 Ampere schalten. Also bei weitem, was die Last und was die Leistungsfähigkeit anbetrifft, nicht zu vergleichen mit unseren Hochleistungsaktoren. Das nur so ganz kurz am Rande erwähnt, also bitte Vorsicht, wenn man hier technische Daten miteinander vergleicht. Was haben solche Aussagen entsprechend gemein? Also diese 16 bedeuten im Prinzip 16 Ampere kapazitive Last bei einer durch den Gesetzgeber oder durch die normativen Vorgaben entsprechend vorgegebenen Kapazität von 140 Mikrofarad beispielsweise. Und diese 20 AX beziehen sich dann lediglich auf die ohmsche Last. Also man spricht zwar von einem Motor, aber auch ein Motor hat eine gewisse ja, Phasenverschiebung, also ist nicht Cosinus Phi 1, aber das sind hier also rein ohmsche Angaben, die wir hier entsprechend ja, zu sagen haben. So, was haben wir denn hier noch? Wir haben hier entsprechend natürlich die ganzen Applikationen in der Einstellung. Das heißt, wir können also schalten, natürlich zeitverzögert. Wir haben Impulse, Stromstoß, Funktionen, normally open, normally close. Das heißt also, welchen Schaltzustand möchten wir gerne haben, wenn das Telegramm ein oder aus entsprechend ankommt. Wir haben hier einen erweiterten oder diesen, ja, auch diese Auswertung von Schwellwerten. Das heißt, wir können also Data Points beispielsweise, was Temperatur, was CO2, was möglicherweise Feuchtigkeit anbetrifft und so weiter, können wir hier auf ein Kommunikationsobjekt legen, im Aktor dann beispielsweise den Schwellwert dazu einstellen, gegebenenfalls auch die Hysterese und der Aktor arbeitet oder reagiert dann entsprechend, wenn die Bedingung erfüllt ist. Das heißt, dass die Aushärtung selber findet dann in einem Aktor oder in dem Aktor selber statt. Also eine sehr leistungsfähige Applikation, die unser Aktor entsprechend anbietet. Natürlich auch verbunden noch mit logischen Verknüpfungen, die wir entsprechend hierzu anbieten, Zentralfunktionen. Das heißt, ein Kommunikationsobjekt beispielsweise kann dann den kompletten Aktor gemeinsam beispielsweise schalten, was natürlich die ja, Programmieraufwände natürlich auch etwas reduziert. Tja, gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, eigentlich nur noch mal kurz daran zu erinnern. Der Performance-Aktor RM4, 4-Kanal, RM8, 8-Kanal, bietet absolute Bestwerte momentan im KNX-Produktfeld. Was gibt es noch zu erwähnen? Herzlichen Dank für Ihr Interesse, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.